Hallo und herzlich willkommen bei Table Schmork. Heute wollen wir mal ein bisschen reden. Ja, Leute, es ist halt so, das Sommerloch. Wir sind wahrscheinlich mittendrin. Schneller als uns das bewusst war, kam auf einmal der Sommer und mit dem Sommer auch das Sommerloch. Man sieht es nicht nur an den Aufrufzahlen aller möglicher Kanäle, die momentan nichts mit irgendwelchen Konflikten im 40. Jahrtausend zu tun haben. Es ist halt einfach Sommerloch. Und wenn man gerade nichts mit Warhammer macht, dann hat man momentan einen schweren Stand. Aber ich möchte nicht jammern. Ich könnte euch ja jetzt zeigen, dass da schon seit Jahren Tyranniden stehen, aber anderes Thema. Die letzten Wochen haben wir relativ viel im Thema Napoleon gemacht und das ist auch ein Thema, was hier weitergehen wird. Das heißt, heute jetzt, wo ich das aufnehme und wo ihr das guckt, in dem Moment, wo ihr gerade mit dem Video fertig seid, klingelt es bei mir an der Haustür, der Jannis kommt vorbei und wir spielen eine Runde Valor in Fortitude. Wir wollen das mal in 6mm probieren. Ich habe mir dafür das QRS von Little Wars TV runtergeladen, was ich nur empfehlen kann. Das ist deutlich übersichtlicher als das originale QRS. Und der Trick in 6mm ist ja, wir ersetzen alle Zollangaben durch Zentimeter. Das heißt, wenn ich vorher 6 Zoll laufen konnte, kann ich jetzt 6 Zentimeter laufen. Das führt dazu, dass wir natürlich wesentlich weniger weit auf dem Spielfeld kommen. Das heißt, wenn das Spielfeld weiterhin 1,80 mal 1,20 bleibt, wir aber halt nur noch in Zentimeterschritten vorwärts gehen, dann haben wir ein wesentlich größeres Spielfeld. Und genau das werden wir heute mal probieren. Wir werden nicht ganz 1,80 mal 1,20 spielen. Ich nehme an, ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich glaube, ich werde meine Fellmatte mal wieder auf den Tisch schmeißen. Die habe ich seit Braunschweig auch nicht mehr in der Hand gehabt. Und dann schieben wir nachher einfach ein paar Figuren. Wir machen Begegnungsgefecht. Das ist Szenario 3, glaube ich, aus dem Regelwerk. Und spielen 150 Punkte, das heißt was ganz Kleines. 2, 3, 4 Brigaden, ganz klein, nur zum Anfang. Ja, das hat es noch nie gespielt. Ich habe es in 6mm auch noch nie gespielt und gegen Michael 2-mal. Von daher sind wir noch am Anfang, sind wir noch am Lernen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, gibt es noch einen Spielbericht von? Ich weiß noch nicht. Vielleicht lasse ich eine Kamera mitlaufen, vielleicht spielen wir aber auch nur für uns. Ich habe mich noch nicht entschieden. Was ich euch aber gleich zeigen werde, wahrscheinlich am Ende des Vlogs, ist, dass ich das Spielfeld oben schon mal aufbaue. Das heißt, ich werde jetzt gleich hochgehen. Das ist jetzt aktuell noch vormittags. Und ich werde gleich hochgehen, das Spielfeld aufbauen, damit wir nachher in aller Ruhe anfangen können. Wir müssen dann nur noch Kurzanweisungen in die Regeln machen und dann unsere Labels ausschneiden. Ich habe wieder Labels gemacht. Und auf den Labels habe ich die relevanten Spielwerte. Das heißt, die Schussfähigkeiten, Moral und Widerstandswert der Einheiten entsprechend fixiert, damit man nicht so wahnsinnig viel nachgucken muss und damit man einfach besser reinkommt. Ansonsten sind die Labels natürlich gemäß meiner Vorlage, die ich euch vor ein paar Wochen mal präsentiert habe, natürlich kein Hexenwerk, aber besser als nichts. Und es hilft zumindest, die unterschiedlichen Brigaden einfach unterscheiden zu können, weil die sind im Regelwerk ja wichtig, weil die Brigaden untereinander natürlich solche Sachen machen können wie Einheiten durchqueren oder halt natürlich die Aktivierung an sich. Außerdem gehört sich das ja wohl so, dass man auf dem vernünftigen Schlachtfeld weiß, wie seine Einheiten heißen. Punkt. Ja, was liegt noch an? Bald ist Sommerpause tatsächlich. Ich weiß noch nicht so richtig, wie lange. Mindestens 3 Wochen nehme ich an. Vielleicht nehme ich ein bisschen was auf hier und da. Aber rechnet mal nicht damit, dass ihr im August so wahnsinnig viel hier sehen werdet. Weil ich habe auch mal Urlaub. So einfach ist das, ne? So einfach ist das. Ich weiß noch nicht, ob ich was vorbereite, ob ich so ein paar 2-3-Minuten-Videos mache, vielleicht einfache Geländebaututorials oder sowas. Mal gucken, wie ich die nächsten Tage vorankomme. Weil die letzten 2-3 Wochen, wo es so heiß war, tatsächlich merkt man, okay, unterm Dach, da wo ich mein Spielezimmer habe, da hält man es praktisch nicht aus. Heute ist es natürlich angenehm draußen. Das heißt, heute geht's mal wieder. Und ich muss ja nebenbei auch noch so Dinge tun wie arbeiten und habe ja auch noch so eine Familie. Von daher schauen wir einfach mal, was da kommt. Lasst euch mal überraschen. Und wenn nichts kommt, seid nicht enttäuscht. Wir kommen nach der Sommerpause auf jeden Fall zurück. Und ich werde euch spätestens auf meiner Facebook-Seite und meinem Instagram-Kanal natürlich auf dem Laufenden halten. Und wo wir schon beim Thema Instagram sind, der ein oder andere von euch hat sicherlich bemerkt, dass vor einiger Zeit sich irgendwie ein Bild dazwischen gemogelt hat, was nichts mit Schwarzpulverkram zu tun gehabt hat, sondern wo, ich sag mal so, grob oliv angezogene Männer mit olivfarbenen Helmen und Kalaschnikows in der Hand durch die Gegend gelaufen sind und ziemlich coole Musik im Hintergrund lief. Und ihr werdet es jetzt schon erraten haben, im zweiten Halbjahr steht dieses Regelwerk auf dem Programm. Wie tief, wie intensiv, wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht.
Ich habe Anfang des Jahres erfahren, dass NAMM dieses Jahr wieder, nein, nicht neu aufgelegt, sondern wieder herausgebracht wird. Das heißt, ich glaube, am Regelwerk wird sich nichts ändern. Und das Regelwerk von 2018, also die 2018er Version, das, was das eigenständige Regelwerk war, ist ein typisches Battlefront-Regelwerk, hat also alle Vor- und Nachteile, die das mit sich bringt, die man so von Flames of War kennt. Ja, das Thema Panzerparkplatz ist hier natürlich auch eins. Aber ich finde es schön, weil in der Moderne ist asynchrone Kriegsführung immer spannend. Ne? Das heißt, wir haben wirklich zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Hauptfraktionen, die da gegeneinander kämpfen, die natürlich nicht nur von der Ausrüstung, sondern auch von der Herangehensweise sehr unterschiedlich sind. Und spätestens nachdem ich den Spielbericht von Little Wars TV gesehen habe, den ich euch allen sehr, sehr, sehr ans Herz legen möchte, habe ich so das Bedürfnis, das auch mal gespielt zu haben. Ich habe einen Zug Infanterie fertig, der steht hinter mir. Und wer sehen möchte, wie er aussieht, guckt sich mal meinen Instagram-Kanal an. Da wird das entsprechend sehen. Und ja, wir wollen es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das heißt, Sascha ist da auch mit an Bord. Ich weiß noch nicht, wo uns das hinführt. Ich weiß nicht, wie intensiv das wird. Das kann eine mehrteilige Reihe werden. Das kann aber auch einfach ein Spielbericht sein, wo wir feststellen, ja, das ist es irgendwie doch nicht. Keine Ahnung, lassen wir uns mal überraschen. Aber das steht auf jeden Fall auf dem Programm. Was steht noch auf dem Programm? Ja, Valor and Fortitude habe ich schon erzählt, das werde ich weiter verfolgen, weil da plane ich nächstes Jahr vielleicht auf der Red Lion Convention was vorzustellen. Wenn es nächstes Jahr wieder eine Red Lion Convention in Braunschweig gibt, ich hoffe, dann werde ich wahrscheinlich Valor and Fortitude in 6 mm vorstellen. Ich weiß noch nicht ganz, welches Gefecht, aber es wird auf jeden Fall ein historisches Gefecht sein und es wird auf jeden Fall nicht, das kann ich schon mal sagen, ein Gefecht aus dem 100-Tage-Feldzug sein, sondern etwas, was früher ist. Vielleicht Austerlitz, mal in groß und schön, also wo es nicht nur immer über die Stürmung der Schanzen geht, sondern wo man tatsächlich mal die ganze Schlacht spielt. Vielleicht auch irgendwas anderes. Montebello wohl eher nicht. Ich weiß es noch nicht. Wenn ihr einen Vorschlag habt, lasst es mich wissen. Und nein, Leipzig nicht. Weil wenn ich Leipzig mache in 6 mm, dann muss das riesig sein. Dann muss das riesig, riesig, riesig sein. Das kriege ich bis nächstes Jahr nicht hin. Sollte zwar schon was Großes sein, aber Leipzig würde ich dann mit 5.000, 6.000 Figuren pro Seiten spielen wollen oder gar nicht. Weil Leipzig muss man richtig spielen, finde ich. Vielleicht aber auch auf 3 Platten, dass man die verschiedenen Fronten dann auch ein bisschen unabhängiger voneinander spielen kann, damit man auch nicht so richtig eine Idee hat, was da los ist auf den anderen Seiten des Schlachtfeldes, was ja so ein bisschen die Schlacht repräsentiert. Wir schweifen ab. Okay, also Valor and Fortitude, mir gefällt es immer besser. Und ich habe jetzt mit Janis sogar mal drüber nachgedacht, ob man da nicht eine deutsche Übersetzung von macht. Es sind ja nur ein paar Seiten, das geht ja fix. Da setzt man sich mal einen Tag hin, übersetzt sich das grob und schleift es dann fein. Aber bevor ich das machen werde, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass in genau dem Moment die Regeln sich wieder ändern werden. Weil wir sind ja in Version 1.5 aktuell, das hat relativ langer Zeit. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob es jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Vielleicht frage ich bei den Parrys einfach mal nach, wie denn da der Releaseplan so aussieht und ob die da überhaupt was dagegen hätten. Aber vorher werde ich spätestens für Braunschweig, wenn wir es präsentieren, ein deutsches Kartenset machen. Das wird es nicht zu kaufen geben oder sowas. Ich verdiene ja mit dem Tabletschmuck kein Geld, sondern das wird einfach für mich zum Spielen sein. Vielleicht für euch zum Runterladen, vielleicht auch für Kanalmitglieder zum Runterladen. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich noch in mich gehen. Aber das möchte ich auf jeden Fall machen. Wenn ich dieses Spiel irgendwo präsentiere, wird es ein deutsches QRS geben, eine deutsche Armeeliste. Und auf jeden Fall, weil das wichtig ist, ein deutsches Kartenset. Das werde ich produzieren lassen. Das kostet ein Apfel und ein Ei. Und ich habe das für den Spielbericht, den ich neulich veröffentlicht, für den Montebello-Spielbericht, habe ich euch schon mal ein paar Karten gezeigt. So in diese Richtung wird es gehen. Das ist sicherlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber in diese Richtung wird es gehen. Und ich glaube, das könnte was werden. Das könnte einfach was werden. So. Was haben wir noch? Wenn wir über Napo sprechen und über Veranstaltungen sprechen, müssen wir natürlich auch über Spiekeroog sprechen. Der Plan steht immer noch, die Schlacht oder den Kampf um Spiekeroog auf dem Tisch irgendwie zu präsentieren, also im Tabletop-System zu präsentieren. Ich habe jetzt mal Muskets and Tomahawks bzw. Shakos and Bayonets weitergelesen und ich weiß nicht so richtig, ob es das richtige System für eine Demo ist. Es ist ein gutes System, das Regelwerk tipptopp, sagen wir nichts gegen. Aber ich sehe es zwar öfter, auch gerade auf der Taktika habe ich es vor ein paar Jahren auch mal wieder gesehen, da wurde es vorgestellt, ich glaube von Frank. Sieht klasse aus, ist toll, aber ich weiß nicht, ob mir das nicht zu klein klein ist. Also ja, wir haben ein kleines Gefecht, 100 Mann gegen 50 ungefähr. Das würde schon passen.
Aber ich glaube, die Regeln sind mir zu klobig für ein schnelles Convention-Spiel. Ich weiß noch nicht, was es wird. Also, ob man jetzt Sharp Practice nimmt oder Muskets and Tomahawks. Die sind ähnlich, aber unterschiedlich. Aber beide ein bisschen behäbig. Gefühlt zumindest. Und ich möchte eigentlich nicht, dass das so ein Stehen- und Schießen-Nummer, so eine Stehen- und Schießen-Nummer wird. Weil das Gefecht auch relativ dynamisch war. Gar nicht räumlich, aber von den Abläufen in dem Gefecht. Und ich weiß nicht, ob man da nicht was Simpleres nimmt. Ich weiß nicht, ob man. Keine Ahnung, One-Hour-Wargames wird es nicht werden. Aber ob ich vielleicht ein Derivat von One-Hour-Skirmish-Wargames nehme oder sowas. Ich bin mir da unschlüssig. Bin mir da wirklich unsicher. Nichtsdestotrotz, unabhängig vom Spielsystem, gehen die Vorbereitungen weiter. Ich werde euch demnächst, ich weiß nicht, ob das noch vor oder noch nach der Sommerpause passiert, mal den Abschnitt oder die Seiten aus dem Roman einfach mal vorlesen, damit ihr wisst, worüber wir eigentlich sprechen. Und dann auch erkennen könnt, wie spektakulär oder wie wenig spektakulär die ganze Nummer abgelaufen ist. Nur damit wir mal so ein bisschen eingeordnet haben, okay, worüber reden wir eigentlich? Und dann ist der Plan zu sagen, okay, basierend auf den Informationen, die wir in dem Roman, aber vor allen Dingen im Geschichtsbuch über Spiekeroog haben, das sind die einzigen Sekundärquellen, die mir zugänglich sind. Und ich glaube, es sind auch die einzigen Sekundärquellen, die da existieren. Basierend auf diesen Büchern, okay, was bedeutet das für Schlachtfeld? Also, wie sieht das Schlachtfeld aus? Welche Tageszeit hatten wir überhaupt? Welches Wetter lag vor? Das ist wichtig. Und welche Truppen kämpften überhaupt? Wie gesagt, es sind ungefähr 100 Briten gegen ungefähr 50 französische Truppen, bei denen die Vielzahl aber natürlich deutschen Ursprungs waren. Wir schauen mal, wie wir das machen. Wir schauen mal, was wir daraus machen. Aber wir machen auf jeden Fall was draus. Und vielleicht wird es ja irgendwo mal zu sehen sein. Vielleicht werde ich es mal irgendwo präsentieren können. Vielleicht auch in Braunschweig oder irgendwo anders. Aber es wird noch dauern. Das ist ein Projekt, das geht ganz langsam, das geht nebenbei. Und das machen wir in aller Ruhe. Aber Spiekeroog lebt, kann man so sagen. Ne? Also keine Angst, da wird es weitergehen. Da wird es weitergehen. Ja, was haben wir denn noch an Sachen? Wenn wir über das Thema, was wurde eigentlich aus, sprechen, müssen wir natürlich über das Thema Epic Battles sprechen. Und ihr habt es ja gesehen, da im Schrank, Moment, ich muss mal ganz kurz in der Kamera gucken. Hier, da steht die französische Armee. Es fehlen nur noch ein paar Einheiten Kavallerie, ein paar Husaren und Kürassiere und dann ist die Nummer durch. So. Dann ist die Nummer durch. Nach anderthalb Jahren, ich sag mal nach 2 Jahren ist die Nummer durch. Ne? Zeitplan völlig gerissen, Projektplan komplett in eine Tonne getreten. Ja, und dann stehen sie jetzt da. Und so richtig gespielt haben wir damit noch nicht. Beziehungsweise wir haben noch nicht mal unrichtig damit gespielt. Nicht ein einziges Mal. Kalle hat nebenbei die Briten nach wie vor ungefähr genauso weit. Er hat wesentlich mehr Infanterie geschafft, aber der hat ja auch Linien von den Rifles. Die habe ich ja hier als Einzelfiguren, als Plänkler, die Voltigeure. Von daher nimmt sich das nicht so wahnsinnig viel. Der Plan ist nach wie vor, irgendwann dieses Jahr zu spielen. Punkt. Ob das jetzt im Sommer passiert oder erst im Herbst, weiß ich nicht. Aber die Dinger kommen aufs Spielfeld. Ich habe noch, wenn ich die Grundbox durch habe, und wie gesagt, die ist bald geschafft, habe ich noch zwei Kleinigkeiten, die ich dann bei Gelegenheit hinterher schieben würde. Ich habe einmal das Offizierspack. Moment, das habe ich doch hier liegen. Hier die französischen Offiziere habe ich noch. Könnte man auch mal eine Review daraus machen. Ist zwar uralt mittlerweile, aber ist ganz schön. Und dann habe ich noch die französische Garde, die Infanterie, ein Gardebataillon. Da gab es auch so eine Packung. Ja, die mache ich dann fertig, wenn ich dann Lust und Zeit dazu habe. Aber die wird relativ schnell gehen, weil die hat Mäntel an. Und Mäntel gehen schnell. Mäntel gehen sehr schnell. Ja, und ansonsten wachsen eher nebenbei die 6 mm Armeen momentan als die 13, 12,5, 15 mm Epic Battle Scale, keine Ahnung, Armeen. Aber wo wir davon sprechen, ich hatte ja Geburtstag im Mai, ist ja nun auch schon wieder her. Und da fand sich dieses hier. Pike and Shot Epic Battles, 30-jährige Krieg, Kavallerie, Gussrahmen. Weil so manch einer hat ja richtigerweise festgestellt, nein, der Grundbox, die es da gibt, da gibt es nicht genug Kavallerien, deswegen kann man damit nicht spielen. Nicht nur, dass es völlig egal wäre, natürlich kann man damit spielen, aber hier sind zumindest die. Und ich weiß, es gibt eine kleine Kontroverse um den Kavallerie-Gussrahmen, weil so manch einer findet den nicht so wahnsinnig gelungen. Ganz ehrlich, sobald ihr das bemalt habt, auf Armeslänge sieht kein Mensch mehr, wie toll die Gürtel hier vorne abgesetzt sind oder halt eben nicht. Das interessiert keinen. Kann man einen Skandal von machen, kann man aber auch sein lassen. Also, das 30-jährigen Krieg
Projekt ist es nicht. Ist es kein Projekt. Es ist eher so eine Liebhaberei. Wird dann irgendwann beginnen. Aber nicht bevor Napo nicht durch ist. Ne? Also keine Chance. Wenn es soweit ist, ganz in Ruhe. Und dann auch anders als Napo. Ne? Dann machen wir vielleicht, dass wir sagen, okay, wir machen immer so 3-4 Einheiten fertig und spielen das regelmäßig mit kleineren Gefechten. Ne? Weil jetzt nach 2 Jahren oder nach 1,5 Jahren Arbeit muss man ganz ehrlich sagen, ja, okay, ist schön, ist cool. Und ich bin auch zufrieden, wenn ich die Armee so sehe, wie sie da jetzt steht. Die Figuren sind auch nett und mir gefällt nach wie vor dieser gedrängte Look in diesen Streifen, aber oh, die stauben halt schon zu. Ne? Die ersten sind schon seit über einem Jahr fertig und die letzten immer noch im Gussrahmen. Aber naja gut, kann ich mir an die eigene Nase packen. Zu guter Letzt, und damit beschließen wir dann auch bald unseren Vlog, gibt es noch eine zweite Sache, oder eine weitere Sache, mit der ich lieb habe, und zwar habe ich vor geraumer Zeit in einem O-Group-Vlog mal gesagt, okay, O-Group interessiert mich so ein bisschen. Und dafür habe ich 6mm Armeen für den Zweiten Weltkrieg angefangen. Jetzt ist das Thema wieder so ein bisschen deutlich abgeflacht in den letzten Jahren und O-Group ist immer noch, okay, es liest sich ganz cool, aber ich weiß nicht, mittlerweile begeistere ich mich mehr für Regelwerke, die dann ein bisschen eingängiger sind und die deutlich schlanker sind, weil ich einfach das Spiel spielen möchte, nicht das Regelwerk. Und da habe ich mir überlegt, okay, vielleicht überlegt man sich die ganze Nummer nochmal. Ich möchte mit den Figuren mal irgendwas anfangen, weil ich habe die angefangen zu bemalen und ich habe jetzt mittlerweile seit geraumer Zeit auch vernünftige Infanterie hier zu Hause. Nein, die ist nicht gedruckt, sondern von Heroics und Ross. Die machen sehr schöne Infanterie, die auch erschwinglich ist. Fahrzeuge habe ich natürlich alles gedruckt, was ich soweit konnte. Und da habe ich ja auch schon die beiden Bemal-Tutorials von gemacht. Die übrigens sehr gut geworden sind, wie ich finde. Ne? Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, findet ihr einen Link in der Videobeschreibung, wie man 6mm Panzer für Achsenmächte und wie man die für Westalliierte bemalen kann. Zurück zum Thema. Jedenfalls möchte ich, glaube ich, im zweiten Halbjahr anfangen, so ein bisschen 6mm WW2 zu machen. Das wird auch hier auf dem Kanal sein, weil das 6mm Kram ist. Das ist natürlich nur meine Liebhaberei. Aber was es dann sein wird, ich glaube, O-Group, ich rück so ein bisschen ab von O-Group. Das ist zwar nett und toll und dies und das, aber ich glaube, ich möchte ein bisschen was Handfesteres, was ein bisschen schneller läuft, spielen. Und da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, ne? Ob man mal I Ain't Been Shot mal ausprobiert. Vielleicht von Tufet Ladis, ist mittlerweile auch 10 Jahre alt. Aber das ist ganz nett und ich mag die Regelwerke, die sie machen. Oder ob man tatsächlich sogar hingeht und sagt, Mensch, lass uns doch mal Rapid Fire Reloaded ausprobieren. Was ganz Simples, was ganz Eingedampftes. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz viele von diesen Regelwerken, aber es muss für mich einfach Klick machen. Ne? Man liest sich das Regelwerk durch, man spielt mal und stellt fest, okay, ja, das ist geil oder nee, halt eben nicht. Keine Ahnung. Aber da hätte ich Bock drauf, da mal ein bisschen was zu machen, mal wieder vorwärts zu gehen. Gelände ist mittlerweile ja zum Glück kein Problem mehr so richtig. Infanterie habe ich auch mehr als genug. Ich würde dann nochmal neue Fahrzeuge machen und dann halt gezielt auf das, was dann letztlich gespielt wird. Ich würde das aber gerne in einem Maßstab spielen, dass man sagt 1:1. Das heißt, ein Fahrzeug ist auch tatsächlich ein Fahrzeug auf dem Spielfeld. Jetzt könnte man sogar Chain of Command damit spielen. Ist natürlich dann mit Einzelbasierung so eine Sache. Was aber sehr gut geht, ist Battlegroup. Das lässt sich in 6mm wunderbar spielen. Auch wieder Zoll gegen Zentimeter getauscht, Basegrößen angepasst, fertig. Aber wie gesagt, ich will ein bisschen was Schlankeres haben, also vielleicht tatsächlich mal Rapid Fire Reloaded ausprobieren oder irgendwas anderes. Oder falls jemand von euch sagt, Mensch, ich habe den heiligen Gral für 1:1 Gefechte, also auf Zugebene in 6mm zu Hause rumliegen oder ich weiß, wo es den gibt, dann wisst ihr ja, wo die Kommentarspalte ist. So, das war also mein Videolog zum Thema Beginn des Sommerloch und was passiert eigentlich alles im zweiten Halbjahr. Das heißt, so ein bisschen ein Kanalupdate, ein bisschen ein Ausblick auf mögliche kommende Themenschwerpunkte oder Projektchen. So richtig große Projekte möchte ich sie nicht nennen, weil ich habe genug lose Fäden, die ich hier erstmal zu Ende bringen muss. Und nebenbei, das Thema 6mm Napo geht immer weiter, es hört niemals auf. Da habe ich jetzt gerade ein paar Russen bemalt. Und ich will und darf noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht gibt es ja bald für den einen oder anderen einen neuen Kickstarter, der ihn interessieren wird und von dem werdet ihr natürlich hier zuerst erfahren. Nein, zuerst weiß ich natürlich nicht, aber von dem werde ich euch hier natürlich ausgiebig berichten, wenn es dann soweit ist. Ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs die Treue halten, die letzten Wochen und Monate und Jahre und
lasst euch nicht so viel von diesem ganzen Warhammer-Kram ablenken, sondern konzentriert euch auf Sachen, die Spaß machen und die man auch tatsächlich spielt und nicht einfach nur Boxen zugeschickt bekommt. In diesem Sinne, ich baue jetzt das Spielfeld auf. Macht's gut.